Die neue Generation der Vespa Primavera vereint klassisches Design mit moderner Technik. Ausgestattet mit einem 125 Kubikmotor, der 11 PS leistet, erreicht die Primavera eine Spitze von 91 km/h. Besitzer eines Pkw-Führerscheins benötigen für 125er Roller ja bekanntlich nur die 6-stündige Ausbildung für den Code 111. Die Vespa Primavera ist dank ihrer kompakten Abmessungen sehr handlich und wendig und fühlt sich in der Stadt sehr wohl. Auch auf Kopfsteinpflaster ist sie sehr kurvenwillig und macht beim Fahren auch dank der Automatik überhaupt keine Probleme. Unter der Sitzbank lässt sich ein Helm verstauen und befindet sich der Tankstutzen. Praktisch ist der nur mit minimalem Kraftaufwand zu bedienende Hauptständer. Einen Seitenständer gibt es bei der Primavera nicht mehr. Die Preisliste für die Vespa Primavera 125 startet bei 4.299 Euro. ABS kostet 300 Euro zusätzlich. Fazit: nicht ganz billig, aber auf jeden Fall ist die Primavera eine attraktive Option für den stilbewussten Scooterfahrer, der hauptsächlich in der Stadt unterwegs ist.